Hi Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir und meinem kleinen zarten Lenden. Und ja, ich habe das heute mal aus aktuellem Anlass gemacht. Und zwar haben wir ja festgestellt, es gibt da so neue Dinge, ne? So, wo man sich halt bereichern kann mit Waffen oder ähnlichen Dingen. Und da hatte ich mir mal gedacht gehabt, da gehe ich mal drauf ein und versuche mal, mich so ein bisschen durchzukämpfen. Ja, ich bin etwas leicht enttäuscht, muss ich sagen, weil je mehr Gadgets dazukommen, also je mehr solche, wie jetzt hier das Schmugglerlager oder sonstiges dazukommen, desto schlimmer wird es doch eigentlich hier, habe ich festgestellt. Weil es ist ja schon schlimm genug, dass man 4 Monate warten muss oder zockt, um irgendwie eine Shopper zusammenzukriegen oder irgendwas anderes. Also das mit dieser Materialsammlung ist mir jetzt echt ein bisschen zu dumm. No. Und ich habe damit auch wirklich, wirklich ein Problem. Ich meine, ich spiele das auch wirklich gerne. Aber ey, Leute, es zieht. Es zieht sich einfach nur übel lang hin. Und das ist einfach nur irgendwie blöd. Ne? Weil ich hätte es dann nachher doch lieber so, dass man sagen kann, Leute, ich habe jetzt mal was erreicht oder sonstiges. Was ja hier irgendwie dummerweise nicht möglich ist. Ne? Es ist schön, dass man die Möglichkeit hat, hier jetzt leichter an Waffen ranzukommen oder sonstiges. Vielleicht sollte mal der Betreiber, dieser Käfir oder wie der heißt, sich mal hinstellen und mal es ein klein wenig vereinfachen. Also ja, und was auch dieses hier betrifft, hier mit diesem Schmugglercamp, ich habe jetzt mal einfach das mittlere genommen. Die eine Kanone, die da steht, die musste jedes Mal wieder neu reparieren. Was auch immer der Typ macht mit der Kanone. Ja, die muss immer wieder neu repariert werden. Und es ist ein Materialkrieg, ist das eigentlich. Ja, und dann irgendwie wieder reinzukommen, um sich dann nachher dementsprechend dort zu verteidigen, das kostet dich dann mal 4 lustige Leichen. Ja. Und deine ganze Energie, die du hast. Ja. Also das ist jetzt, es ist schön und gut, dass man besser rankommt oder so, aber eine Materialschlacht ist kein Überleben, um es mal so auszudrücken. No. Es muss die Möglichkeit geben, dass es zur Relevanz des Möglichen zu machen ist. Ist es halt nicht im Fall, der Fall, dann bringt das halt auch nicht wirklich was. No. Muss man weiß nie, also Holz muss man sich Unmengen holen, keine Ahnung. Um dann so einen Fußboden zu bauen, ich meine, 10 mal Holz und 10 mal Stein ist in meinen Augen doch etwas too much. Da wird es eigentlich auch lang, wenn man, keine Ahnung, 3 mal nimmt oder 5 mal Holz nimmt oder wie auch immer, um dann da dementsprechend durchzukommen und dein Ding da zu drehen. Aber das ist irgendwie, keine Ahnung, ich weiß es nicht. In mancherlei Hinsicht würde man das danach als enttäuschend ansehen. Weil jetzt auch hier, was ich jetzt gerade hier mache, ist mein Haus wieder flicken. Das ist auch so eine Sache, da, keine Ahnung, das mache ich jetzt auch schon seit Monaten, weil ich hier irgendwie nicht auf den Berg komme. Ich weiß auch nicht, weil ich kann ja immer nur eins machen. Entweder ich suche für diese für die Fahrzeuge oder ich suche für die Waffen, damit ich die Zombies dann irgendwann mal loswerde.
Du bist eigentlich immer nur am Machen, 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 aber irgendwie so wirklich was rauskriegen, dass du jetzt sagen kannst, ich habe jetzt einen Erfolg zu feiern oder sonstiges, ist irgendwie nicht so ganz gegeben. Ne? Man ist immer nur am Hinterherrennen und machen und tun, damit man dem Lenden jetzt in meinem Falle irgendwie das Überleben sichert. Ne? Dass man Holz zum Kochen braucht, das weiß ich, das ist ganz normal. Das sage ich auch nicht wirklich was. Aber wenn ich weiß als Hersteller oder sowas, dass ich halt gewisse Rohstoffe habe, die halt dringend nötig sind, um sich halt eine Hütte zu bauen, wie auch immer, dann gehe ich da nicht auf der Hinhaltebasis ran, sondern dann versuche ich das schon irgendwie so zu machen, dass derjenige Spaß am Spiel hat und nicht den Spaß verliert. Na? Und ich kenne jetzt schon genug Leute, die gesagt haben, wisst ihr was, ich hab da keinen Bock mehr drauf. Das dauert mir alles viel zu lange. Ich will dann mal dorthin, ich will mal den Event mitmachen, ich will mal das machen oder das machen. Ja, aber ich will aber auch noch im Hintergrund meinem Avatar hier das Gebäude dementsprechend ausstatten und so weiter und so fort. Es muss relevant gebaut werden und nicht auf Hinhaltetaktik, liebes K4-Team. Ansonsten muss ich ehrlich sagen, habe ich nichts zu meckern, weil das Spiel ist tatsächlich schön. Ich war früher eigentlich nicht so wirklich für Zombie-Games. Ich habe das eher abgelehnt als selber gespielt. Ne? Und in dem Falle muss ich sagen, das Spiel gefällt mir so, dass ich sage, ist geil. Nur halt die Art und Weise, wie man mit den Usern dieses Spieles umgeht, dass man ja noch nicht mal mehr grob drauf eingeht, auf diese ganze Sache. Ja, weil ich meine, man macht schöne Updates und sowas und da sind noch einige Dinge dabei, die richtig geil gemacht wurden, wie jetzt zum Beispiel die Bunker, dass die jetzt neuerdings diese Lobby haben, wo du reinkommst und dass die besser ausgestattet sind und so weiter und so fort. Aber auf die Sachen, wo sich die Leute am meisten und am ehesten beschweren, geht Kefir nicht ein. Das ist irgendwie, weiß ich nicht, keine Ahnung, das finde ich irgendwie daneben. No. Klar, wenn jetzt viele sagen, der Typ, der meckert und mault, ja, und macht dann immer mal da ein Video, mal dort ein Video und einen besseren Fortschritt sieht man bei dem nicht, weil er, keine Ahnung, ja, liegt einfach nur an der Materialschlacht, die ich da mache. Ich brauche halt einfach nur, ich müsste normalerweise eigentlich den ganzen Tag irgendwelche Holzlager überfallen und die Holzlager roden, ja. Also diese Flächen, wo du da Holz rankriegst und sowas, die müsste ich dann nachher normalerweise eigentlich, ich müsste eigentlich mein halbes Haus mit Stein und Holz vollpacken, um dann, was war denn das? Das kenne ich zum Beispiel gar nicht. Ach, er winkt. Ah. Ich habe gerade was gefunden. Ist ja ganz witzig. Mr. Lenden kann winken. Ja, nee, wie gesagt, und ich weiß nicht. Ich sammle am Anfang Sachen. Mir ist da heute auch so zu Ohren gekommen. Ich hatte ja immer mal gesagt, oh nee, den Scheiß, den brauche ich nicht. Oder das brauche ich nicht. Oder das brauche ich nicht. Ne? Ja, na klar brauche ich das Zeug. Aber ich brauche es doch nicht am Anfang. Ich brauche am Anfang die Dinge, die mir mein Überleben sichern. Und Entschuldigung, aber Schrauben, Kugellager, die helfen mir nicht beim Überleben.
Ja, ich lutsche doch nicht an irgendeinem Kugellager oder stecke mir eine Schraube in die Gusche oder irgendwas anderes. Ja, als Kind hat man sich vielleicht in Schrauben in die Nase gesteckt oder sowas, oder in die Ohren. Oder sonst wohin. Aber ich brauche Lebensmittel, ich brauche Materialien wie Holz, Steine, die Produktionsanlagen, die hier mit reingebracht wurden, etc. Ich brauche Wasser. Ne? Aber ich brauche keine Kugellager am Anfang, wenn ich mir eine Hütte aufbauen will. Ja. Und nur weil die Hersteller der Meinung sind, man müsse das so lang hinziehen, die Leute an dem Spiel zu halten, mehr oder minder, das ist nicht Sinn und Zweck der Sache. Na? Wie gesagt, wenn ich mir nicht ab und an mal irgendwelche, wie es bei Google so schön genannt wird, App-Käufer gönne, ja, das Motorrad würde nicht so aussehen. Ja. So, die andere Sache ist Motorblöcke. Ich brauche, realistisch gesehen sind, ja, würde ich jetzt mal sagen, die Rucksäcke, der Tank, die Schrauben. Ja, man könnte auch sagen, die Kugellager, die Kabel und die Räder. So, zeigt mir bitte mal irgendeiner eine Shopper, die 20 Zylinderköpfe hat. Oder 10. Oder 20. Ich sage einfach mal 20. Das ist ja ein kompletter Zylinderkopf. Na? Und an das Lenkrad kommst du schon gar nicht ran. Steht zwar hier, kann in Armeebunkern gefunden werden. Ja, aber wie oft muss ich dann sterben, damit ich in so einem Armeebunker dann nachher irgendwie mal so ein Lenkrad kriege? Ja. Und wenn ich das Lenkrad dann nachher habe, dann scheitere ich am Ende nachher an die Zylinderköppe. Ja, also das müsste dann schon etwas realistischer hingelegt werden, als es jetzt eigentlich der Tatsache entspricht. Wie ihr seht, ich habe vorhin 40 so eine Holzdinger reingetan. Ich habe jetzt nur noch 9 davon. Ne? Ich habe 31 Stück davon alleine verbraucht, weil mir die Zombies die Bude platt gemacht haben. So, ich würde gerne auch mal den AV-Dingsbums da haben hier. Diesen, wie heißt der? AV. Gute, 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 gute. ATV. Ne? Wäre auch mal so eine kleine neckische Aktion. Ne? Ich meine, dass es einige Sachen gibt, wie jetzt zum Beispiel Kleidung und sowas, dass die halt dementsprechend produziert werden müssen, ist klar. Das wissen wir alle. Ne? Dass wir Holz brauchen, um unsere Tische zu bauen und alles drum und dran, das ist auch klar. Ja? Aber ich brauche keine Kugellager. Verdammt. Ich brauche die Kugellager realistisch gesehen für das Motorrad und nicht für, keine Ahnung, fürs Kistenbauen. So, und ich hatte am Anfang, wenn ich nicht einige hätte rausgeschmissen, bestimmt was an die 80, 90 Kugellager da gehabt. Ich hätte mir quasi hier so eine Kiste im Grunde genommen füllen können mit Kugellagern. Ja. Das ist dann doch irgendwie, weiß ich nicht, keine Ahnung. Ich weiß jetzt nicht, wie ich das sagen soll. Na. Ich meine, ich gebe die Hoffnung nicht auf, dass Kefir da noch irgendwas macht. Vielleicht auch eventuellerweise mal auf die Kundschaft hört oder auf die User hört und mal Updates rausbringt, die dem User vielleicht eventuell irgendwo ein bisschen helfen oder unterstützen, damit der User auch mal auf einen grünen Zweig kommt. Na? Weil ich gucke mir ja nur auch bei YouTube die Videos an. Ich mache ja nicht nur selber welche, sondern ich habe da ja auch meine Abonnenten oder meine Abonnements, wo ich die was mit diesem Spiel zu tun haben. Ja. Und wenn ich mir das dann nachher so angucke, ich weiß nicht, ich habe da jemanden, so ein Engländer ist das, oder Brasilianer, weiß ich jetzt nicht, wo er herkommt, aber er spricht auf jeden Fall Englisch. Könnte sein, dass der auch aus den Staaten kommt. Der spielt das Spiel, der hat auch ein ziemlich hohes Level. Ja. Aber die Sache ist, ihr könnt euch nicht vorstellen, wie viel Geld er da reingesteckt haben muss. Ja.
Weil es gibt so gewisse Dinge, die kann man halt nur erkaufen in dem Falle, also Gold oder also diese Sets, die hier oben sind, die Goldmünzen, ne? Und auch viele andere Sachen. Ich weiß nicht, in kurzer Zeit, wie das Spiel jetzt rausgekommen ist, ich weiß jetzt nicht genau, wie lange es jetzt schon draußen ist, aber es ist halt schon eine Weile, kriege ich sowas nicht hin. Und dann nachher auch die Hammerwaffen, die der danach mit sich rumhuckt. Ja. Aber im Grunde genommen, ja, ist auch hauptsächlich irgendwie im Bunkern unterwegs oder sonstiges. Oder er kauft sich halt die Dinge, die er benötigt für das Fahrzeug oder für das Motorrad oder sonstiges. Aber der eigentliche Sinn und Zweck der Sache ist ja, man soll sich das ja im Grunde genommen erarbeiten. Ja, in dem Falle kann man ja sagen, erarbeiten. Na. So, andersweitig gesehen ist das Spiel, ja, vom Aufbau her ist es richtig gut gemacht. Also ich könnte mich jetzt nicht beschweren. Na, aber halt vom Gameplay her muss da einiges wirklich geändert werden. Na, weil ich weiß ja nicht, ob die Hersteller dieses Spiels mal auch die Kommentare der User liest. Also in manchen Fällen muss ich sagen, machen sie es vielleicht schon, weil manchmal mit manchen Updates, da treffen sie auch mal ins Grüne. Ne? Aber was so jetzt die Sachen betrifft, die der User jetzt selber richtig dementsprechend bemängelt, was jetzt diese Produktionen betrifft, was jetzt den ATV oder den die Shopper oder keine Ahnung, Waffen und so weiter und so fort, derlei Hinsicht gehen die gar nicht ein. Na? Die sagen dir, ja, wir haben jetzt das und das, die schmeißen dir so ein kleines Stückchen Fleisch hin, damit du als Wolf, also die füttern dich quasi nur an, damit du bei dem Spiel bleibst. Aber jetzt mal so, ich sage jetzt mal, eine Sache mit dazu bringen, die jetzt für dich als User im Weiterkommen nützlich ist, wäre, wie auch immer, ist da teilweise gar nicht drin. No. Ich meine, dass da so gewisse Sachen wie jetzt zum Beispiel das mit der Energie und sowas, dass sie da sowas gemacht haben. Ja, da kenne ich genug Spiele, die da auf die Basis arbeiten, aber hier, ich habe zum Beispiel diese komischen, wie heißen die hier, Transistoren. Da habe ich en masse davon, wie ihr seht, 38 Stück. Ja, ich kann mit dem Zeug nichts anfangen. Das ist aber das Zeug, was ich am Anfang, da wo ich normalerweise meine Basis aufbaue, was ich am Anfang nachher von dem Hersteller hier geliefert kriege. Ja, schön, da hängen drei so eine komischen Metallstäbchen dran. Ja, man könnte jetzt sagen, sieht aus wie ein Lolli, kannst du reinhauen. Ja, nee. Oder Batterien, Taschenlampen. Ja, von den Kabeln gut, davon sehe ich jetzt mal ab, da habe ich schon genug genutzt. Aber ich habe halt auch Kisten, also wenn ich jetzt alles zusammensuche, habe ich hier 60, 80, ne? Aber so diese nützlichen Dinge, die man jetzt wirklich tatsächlich braucht, sind dummerweise nicht mit dabei. Ja. Hier habe ich, ja, ne, das ist dann meine Sache, das muss ich dann irgendwie mal hinkriegen. Ich habe nämlich jetzt neuerdings einen Schneidertisch. Ja, ich habe einen Schneidertisch, den ich, keine Ahnung, jetzt hat er schon wieder Durst, Alter. Was ist denn nur mit dir, Junge? Du säufst mir die Haare vom Kopf.
Hier habe ich auch nochmal 120 Verkabelungen, habe ich hier nochmal drin liegen. 25 Kugellager. Nochmal 80 von den Transistoren. Das ist ja noch nicht mal mehr das, was ich in meiner Kiste habe. Das ist ja gerade mal das, was ich noch, keine Ahnung, durch irgendwelche Sachen gekriegt habe, durch App-Käufe oder irgendwelchen anderen Rotz. Ja, da kann man mal sehen. Klar, es gibt, manche Sachen sind jetzt nicht, sind jetzt recht günstig, ja, von Transport und sowas. 1,29 € kann man immer mal mitnehmen. Ja, da macht man nicht wirklich was falsch. In der Versorgung ist dasselbe. Ja, aber ey, was bitteschön will ich mit Hunderten von Transistoren, Hunderten von Kugellagern und so weiter und so fort? Was bitte will ich damit? Brauche ich einfach nicht. Das brauche ich, wenn es notwendig ist, dann ist das vertretbar, dann kann man das machen. Aber jetzt. Ich verbrauche einfach nur viel zu viel Platz. Ich könnte meine Kisten mit Essen voll machen. Ich könnte meine Kisten mit Holz voll machen. Mit nützlichen Dingen, die ich jetzt wirklich tatsächlich brauche. Und was habe ich? Ich habe Kisten mit Sachen, die ich irgendwann mal, wenn ich dann mal so weit komme oder die Geduld habe, so weit zu spielen, irgendwann mal brauche. Na? Hier zum Beispiel diesen Schlitten hier. Gut, bei mir ist er jetzt leer. Ja. Aber man könnte den Schlitten doch einfach mal irgendwie, keine Ahnung. Und vor allen Dingen, man liest immer wieder nur Bunker, 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 Bunker. Warum tun die nicht die Ersatzteile einfach mal so, dass jeder Spieler die Möglichkeit hat, sich da in der Hinsicht die Sachen zu holen. Na? So, und ich habe mir dann auch so überlegt, ich werde einfach nur noch Videos machen von diesem Spiel, wenn sich wirklich etwas getan hat. Ja. Gut, klar, Mecker-Video. Kann sein, kann auch nicht sein, aber man muss sich irgendwann auch mal Luft machen. Ich bin nun mal in meinem Freundeskreis auch nicht der Einzige, der dieses Spiel gerne spielt, aber halt der dementsprechenden Enttäuschung hinterherflitzen tut, weil das halt sich halt übel krass hinzieht. Ne? Und wo schon einige Leute bei mir in meinem Freundeskreis gesagt haben, ey, Keule, das geht nicht. Ich habe das Spiel runtergeschmissen. Das dauert mir alles zu lange oder ich bin nur irgendwo bei irgendeiner Holzbude und hacke da Holz stundenlang oder sammle Steine stundenlang und mache dies und mache jenes. Aber so auf dem wirklichen grünen Zweig, um mich mal zu leveln, um mal Bereiche zu erreichen, die für mich unerschwinglich sind, wie zum Beispiel dieser Bunker hier, Charlie Bunker, habe ich seit 4 Monaten, habe ich da die Karte. Aber wenn ich drauf gehe, lese ich zu weit weg, Transportmöglichkeit nötig. Ja. Ja. Soll ich jetzt ein halbes Jahr lang auf Teile warten, damit ich endlich mal den Bunker C nutzen kann oder den Bunker Charlie oder den Bunker Bravo oder wem auch immer? Oder dass ich mal hier oben auf diese Sachen komme, dass ich mal Eichen hacken kann, die ich ja normalerweise eigentlich jetzt schon nötig habe? Ja. Oder. Keine Ahnung, hier diesen komischen Aussichtsturm hier. Bringt mir nichts. Na? Gut, hier jetzt, das habe ich wohl wahrscheinlich irgendwie hingekriegt, dass ich da hinlaufen kann. Aber was bringt mir das bitte schön, meinen Horizont zu erweitern, wenn ich da überhaupt nicht hinkomme? Ja. So, und ich brauche eigentlich schon seit mindestens 2 Monaten brauche ich dieses Eichenholz, um Sachen zu finden, zu bauen, die halt auch überlebenswichtig sind. Ne?
teilweise auch Waffen oder irgendwelche anderen Sachen, die jetzt gecraftet werden müssen. Ne, dafür braucht man dann halt auch dementsprechendes Eichenholz oder andere Sachen. Ne? Sind niedliche Dinge dabei, wo ich sage, ja, cool, fetzt, ja, wie die Fußmatte zum Beispiel. Man möchte es sich erlebenswert machen. Aber zum Beispiel hier dieser Funkturm. Ja. Es gibt ja die Möglichkeit, mit anderen zu kommunizieren. Ne? Kontakt mit Überlebenden, Clanbeitritt, Arbeitersuche und Chatzugang. So, ich stehe jetzt hier im Grunde genommen da. Ich kann nur die Leute fragen, die ich selber kenne, die das Spiel spielen. Aber ich kann niemanden fragen, der jetzt, sagen wir mal, ein bisschen weiter ist als ich, der jetzt zum Beispiel diesen Funkturm schon hat. Ne? Geht halt nicht. Also ich kann mich auf Deutsch gesagt nicht durchfragen, sag mal, wie hast denn du das gemacht? Oder wie hast denn du das gemacht? Oder wie hast denn du das gemacht? Geht nicht. Ne? Weil mir fehlen zum Beispiel da Titanium fehlt mir. Und ihr seht auch Eichenbretter, um die Hütte zu bauen. So. Aber ich komme doch gar nicht zu diesen Eichenbrettern, weil es so weit weg ist. Na? Ansonsten sind noch schöne Sachen dazugekommen, habe ich mal festgestellt. Na? Für was ich jetzt unbedingt eine Bärenfalle brauche, weiß ich nicht. Selbstschussanlage wäre mir da in der Hinsicht lieber. No. Dann sind ja noch einige Klamotten dazugekommen hier, wie die Fellmütze, Felljacke, Fellhose und Fellschuhe. Alles fein, habe ich kein Problem damit. Der Pferdetrog. Ich habe in dem ganzen Spiel noch nicht ein einziges Mal ein Pferd gesehen, geschweige davon habe ich bis jetzt auch noch keinen. Ja, ich habe dort ein paar, wie heißen die, Hirsche gesehen. Rehkitzhirsche, wie ich immer so schön sage, weil die aussehen wie Rehkitzer, aber halt Hirsche sind. Aber Pferde habe ich zum Beispiel noch nie gesehen. Ne? So, ansonsten sind das ja eigentlich alles teilweise Sachen, die man tatsächlich zum Überleben braucht. Ne? So, aber halt auch, was jetzt bei dem Craften sind halt auch so Sachen, die sollte man, keine Ahnung, da sollte man manche Sachen bevorzugen, manche Sachen aber auch dementsprechend weiter hinten ansetzen. Na? Wie jetzt Verteidigungsanlagen etc. So, solche Sachen, ne? Oder keine Ahnung, Klamotten. Ja, also so Sachen, die man wirklich taktisch braucht. Stromgenerator, da brauche ich ein Eisen, da brauche ich Eisen, da brauche ich Aluminiumbarren. Na? Ich habe weder Aluminium noch habe ich Eisen. Ja gut, okay, Eisen habe ich. Ich muss es bloß irgendwie mal verarbeiten. Das ist eh so eine Sache, wo ich mir so sage, ja, muss ich mal gucken. Na? Also vom. Wie soll ich sagen, vom Aufbau her, von der Idee her, von der Grafik her, ist es top, aber selber alleine nur vom Gameplay, das dauert einfach nur zu lange. Ja. Meine, guck mal, ich bin jetzt gerade mal Level 70, ja, und ich habe im Grunde genommen nichts erreicht. Nichts. Ja. Klar werden jetzt einige kommen und sagen, ich bin Level 60, ich bin Level 50 und hab schon die Shopper. Ja, schön. Wenn ihr da euer Taschengeld dafür auf den Tisch legt, bitte dann tut's. Oder euren hart verdienten Lohn. Aber ich weiß nicht. Auf Teufel komm raus, an den Usern Geld zu verdienen. Ja, das ist, nee, das ist daneben und das kannst du auch nicht wirklich deinen Leuten da, die das Spiel dementsprechend nutzen und auch spielen, das kannst du nicht bei den Leuten bringen, das geht nicht.
Das ist einfach mal nur ein bisschen daneben. Ja. Was jetzt auch eine sinnvolle Sache wäre, dass du jetzt zum Beispiel, sagen wir mal, wenn du jetzt zu so einem Holzbereich gehst, wo du das Holz hacken kannst, dass du da mal zum Beispiel ausnahmsweise keine Zombies hast oder sowas, dass du einfach nur in Ruhe dir deine nötigsten Ressourcen ransammeln kannst, ja. Und da, wo es nachher wirklich tatsächlich schwierig werden soll, ja, dass man das dann nachher da schwierig macht. Aber in dem Falle, ja, es ist schade halt, dass keiner von dieser Kefir-Truppe sich anscheinend diese Videos bei YouTube anguckt. Und auch nicht wirklich auf die Kommentare im Play Store eingeht. Ich selber habe mich da auch schon verewigt in dem Play Store und habe gesagt gehabt, dass es halt einfach nicht geht. Und ich stimme da auch vielen Leuten zu. Und wenn man ehrlich ist, ein tolles Spiel mit 90% mit 90% negativen Kommentaren. Ich meine, es ist doch nicht zu überlesen, wenn 15, 20 Mann in die Kommentare reinschreiben, das Spiel, das zieht sich, das Spiel, die wichtigsten Dinge, da braucht man ewig und was weiß ich nicht noch alles, dass es gewisse Sachen gibt, die man halt so gut wie gar nicht kriegt oder sowas. Da kann man doch mal drauf eingehen. Da kann man doch mal sagen, hier, pass auf, ich mache jetzt das und das. Ja. Und gebe den Leuten mal die Möglichkeit, dass sie sich wenigstens die Shopper bauen können, einfacher bauen können, als es jetzt ist. Ne? Dass man nicht nur diese Teile oder Sachen, die man sucht, nicht nur in irgendwelchen Bunkern unerreichbar macht, ja? Sondern dass man die, was weiß ich, in irgendeine Absturzstelle schickt oder in diese Versorgungskisten, die immer fallen oder sowas. Dass man da die Möglichkeit machen tut, mehr Teile für die Shopper oder für die Gerätschaften dann dementsprechend zu erhalten, mehr oder minder. Ne? Weil die Leute jetzt, die das bei mir jetzt zum Beispiel spielen, in meinem Freundeskreis, die sagen, oh, richtig geil gemachtes Game, aber Leute, ich habe keinen Bock, tagelang, wochenlang mich in irgendwelchen Wäldern rumzuschlagen oder irgendwelche Steine zu kloppen. Dafür habe ich mir das Spiel nicht runtergeladen. Das sind so eine Worte, die kriege ich dann nachher am Ende gesagt. Ne? Weil von meinem Freundeskreis bin ich ja nur der Einzige, der jetzt, ich sage jetzt mal regelmäßig, von The Last Day on Earth die Videos bei YouTube reinsetzt. Und ich mache das ja eigentlich auch, weil mich das Spiel interessiert, weil ich halt auch Lust dazu habe, das Spiel zu spielen. Ne? Aber ich habe es auch schon mehrmals in meinen Videos erwähnt gehabt, glaube ich. Es ist langweilig. Und ich möchte euch in meinen Videos ein bisschen was bieten. Ja? Und nicht immer im Video anfangen, euch dann sagen, Leute, ihr dürft heute meinen Mr. Lenten mal short beim Holzhacken zugucken. Und das dann nachher wochenlang mache, ja, da habt ihr dann nachher irgendwann kein Interesse mehr an dem Ganzen. Ihr habt dann auch keine Lust mehr, so wirklich irgendwas zu spielen. Ne? Und ihr habt auch nicht mal wirklich Lust zuzugucken, wie manch ein anderer sich hier bei YouTube zum Affen macht. Ja, und das ist nicht das Gelbe vom Ei, finde ich. No. Ja. Also, liebes Kefir-Team, tut's euren Usern bzw. euren Leuten, die sich das Game runtergeladen haben, und ey Leute, das sind nicht wenig. No. Ich habe jetzt nicht geguckt, wie viel es genau sind,
Aber ich denke mal, unter 500.000 werden es wohl nicht sein, ne? Die sich das Spiel runtergeladen haben, weil es ist einfach mal nur ein schön gemachtes Spiel, ja. Die Grafik, die findest du, was weiß ich, auf dem Computer oder auf einer PlayStation oder sonst wo, ja. Das ist von Handy ist das schon ein absoluter Knaller oder von so einem Smartphone oder wie auch immer, ja. Aber versucht nicht, die Leute zu verarschen. No. Ich weiß nicht, wenn das bei euch da, wo ihr auch immer herkommt, funktioniert, dass man die Leute hinzieht, um die dann nachher irgendwo an der langen Leine hängen zu lassen. Wenn das bei euch funktioniert, dann ist das schön, dann freue ich mich auch. Oder frage mich eigentlich im Grunde genommen nur. No. Aber Leute, Handy-Games, die sind, keine Ahnung. Soll ich das jetzt sagen? Die sind kurzlebig. Ja, und wenn ihr langlebige Spiele haben wollt, dann müsst ihr euch aber auch mal auf eure Leute, die euer Spiel nutzen und dementsprechend spielen, müsst ihr euch auch mal auf die einlassen. Ja, und mal sagen, hier, das, das, das und das haben wir geändert. Ja, heute kommt der leichter an die Lenkräder ran oder wir haben ein Special, wo du halt nur ein Lenkrad kriegen kannst. Ja, oder keine Ahnung, wo du dir mal ein komplettes Auto verdienen kannst oder sowas. Da kann man, keine Ahnung, 50 Zombies losschicken, die man schlachten muss. Da kann man auch fünfmal sterben. Aber wisst ihr, der Spaß an der ganzen Sache ist eigentlich im Grunde genommen, die haben wenigstens danach noch einen Grund, weil sie den Erfolg sehen. Ja, und nicht die einfach so platzen zu lassen und ich sage jetzt mal, minder wichtigere Dinge als erstes zu machen und dann erst oder gar nicht erst auf die wichtigsten Sachen eingehen. Ne? Ein Spiel frei zu spielen, so wie ihr es gemacht habt, so gibt es auch die Spiele auf dem Computer und so weiter und so fort. Ich sage nur Anno oder hier Blitzkrieg und was weiß ich, was es da noch für Sachen gibt. Ne? Und diese anderen Spiele, wo man sich halt ein bisschen was verdienen muss, erst einmal. Ne? Aber ihr könnt euch da nicht drauf verlassen, dass euch die Game-User auf dem Handy euch so lange treu bleiben, bis ihr irgendwann mal auf eure User hört oder auf eure Konsumenten. No. Und ich habe jetzt hier bestimmt so an die 4 oder 5 Updates schon bei dem Spiel gehabt. Es hieß immer, ja, da kommst du jetzt an das leichter ran und an das kommst du jetzt leichter ran, an das kommst du leichter ran. Leute, bitte, wie komme ich denn bitte schön leichter daran, wenn ich kaum Waffen habe, weil ich mein ganzes Holz ins Haus stecken muss wegen den Zombies, ja? Oder weil ich mein ganzes Zeug ins Essen stecken muss oder ich Unmengen an Material brauche, um zum Beispiel so einen blöden kleinen Holzständer zu bauen. Ja? Ich habe jetzt nicht geguckt, ich gucke jetzt einfach mal spontan, was dieses Holzding hier so benötigt. Gut, 5-mal Holz ist ganz okay. Hier zum Beispiel. Wieso brauche ich 2-mal Metall? Boing. Ne? Ist völliger Schwachsinn. Ich brauche hier, um genau zu sein, 1, 2, 3, 4, 5 mal Holz. 6 mal, 7 mal Holz. Reicht. Ne? Hier brauche ich 3 mal Holz. Ein bisschen Stein zum Stabilisieren. Ist natürlich klar. Ist richtig. Ne? Aber wenn ich jetzt zum Beispiel mir mal hier so eine Sache hier bauen möchte, wie eine Wand, ich die verbessern möchte, da brauche ich 10-mal Steine und 20-mal Holz. Ja, also da kenne ich ganz andere Spiele,
Ja, wie zum Beispiel Anu. Da brauche ich noch nicht mal mehr ein Drittel davon. Ja. Da kostet mich das komplette Haus. Vielleicht fünf Baumstämme. Ja. Und zwei, dreimal Stein oder sowas. Ja. Also, wenn ihr euch schon in der Hinsicht irgendwo auf eine Art und Weise hier ein bisschen etablieren wollt, dann macht einfach mal, was eure Konsumenten und User dieses Spieles bemängeln. Weil dann räumt das mal aus dem Weg. No. Es gibt ja dann zum Beispiel jetzt zum Beispiel bei GTA 5 zum Beispiel, ne? Ist ja auch die Sache, wenn du jetzt von erschossen wirst oder du wirst von der Polizei verhaftet oder irgendwas anderes. Gab es schon bei GTA 4, bei San Andreas gab es das auch schon. Da hast du deine Waffen zwar am Anfang verloren, hattest aber nachher am Ende die Möglichkeit, indem du jetzt, was weiß ich, irgendeine Aufgabe erfüllt hast mit einer bestimmten Person, dass du dann nachher auch deine Waffen nicht verloren hast, wenn du verhaftet wurdest oder wenn du ins Krankenhaus gekommen bist oder sonstiges. Ne? Sowas könnte man machen. Das wäre, ja, ich sage jetzt mal, eine schöne Sache, eine angebrachte Sache. Das hat er schon wieder fressen. Nun, Alter, ich frage mich. Du machst nichts und hast Hunger. Verstehe ich nicht. Geht mir nicht in den Kopf. Ja, lass mich doch erstmal was zu fressen geben, du Honk, Alter. So. Ne? Ich meine, ich habe jetzt hier en masse an Waffen. Ja. Ob ich die anderen Waffen, die ich mitgenommen habe, zu dieser kleinen netten Zombie-Party da oben beim Schmuggler, kann ich dir jetzt oder kann ich euch nicht sagen, weil. Nach einer gewissen Zeit hauen ja diese komischen Leichen dann ab irgendwann. Und dann ist aber auch dein komplettes Waffenarsenal im Grunde genommen von Arsch. Ne? Oder wenn ich jetzt mal angenommen jetzt hier, ich will da mal was produzieren, ein paar Klamotten oder sowas. Ne? Schneidertisch ist normalerweise eigentlich was für Klamotten. Verstehe ich nicht, warum bei den Rezepten dann nachher nur dicker Stoff und Stoff drin steht. Ja. An dem Schneidertisch produziere ich meine Klamotten. Ja, das ist Fakt. Und da brauche ich nicht nachher noch fünf andere Tische, um die Scheiße dann nachher hinzukriegen. Den Steintisch, den habe ich jetzt schon seit einem guten halben Jahr nicht mehr benutzt. Nee, seit einem gefühlten halben Jahr. Habe ich aber auch genug. 200 Steine, 212 Steine. Na? Nützt mir aber nichts, weil ich für mein Holz hier. Diese Holzquader kann ich von Anfang an, wenn ich mir diesen Steintisch dann nachher hinstelle, kann ich das dann nachher nutzen. Ja, kann das dann nachher jeweils produzieren. Aber im Grunde genommen, diese etwas perfekt gemachteren Steine, die ich nachher irgendwann auch mal brauche für meine Wände und so weiter, das ist klar. Ja, da kann ich lediglich nur auf Vorrat arbeiten. Ja. Weiß ich nachher am Ende, wie groß meine Hütte ist? Will ich überhaupt so eine Riesenbude haben? No? Und ja. Ja, und abgesehen davon, dass ich vom letzten Update jetzt, ich musste mir das Spiel jetzt wieder neu draufladen, weil das letzte Update hat mir ein einziges Mal einen Zugang ermöglicht und danach hat es mich abgeschossen. Traumhafterweise. Ja. Was ich auch sehr schade finde, eigentlich, wenn ich ehrlich bin. Jetzt hat er schon wieder. Ach so, ich habe den ja vorhin nichts zu trinken gegeben. Ich habe dir ja gar nichts zu trinken gegeben. Nutzen, nutzen und wieder rein, da. Sowas, das hier zum Beispiel, ein Regenfänger, den finde ich zum Beispiel toll. Ne? Die Dusche, die finde ich toll.
und so weiter. Ne? Gut, also mit den Kisten, da habe ich früher immer noch gelächelt, aber wenn man sich das nur mal mein Bild hier anguckt, hier so, meinen kleinen Spiegel hier oben, man sieht eigentlich mehr Kisten als Produktionsanlagen. Vielleicht habe ich es auch ein bisschen übertrieben, ich weiß es nicht. Auch das mit diesem Kisten bauen und dann die Farbe wählen. Alles schön und gut. Das Bessere wäre vielleicht, man könnte die mal beschriften oder so, damit man ungefähr weiß, was man da drinne hat. Ja. Die Taschenlampen, die habe ich auch schon seit 4 Monaten hier drinne. Teile von diesem hier, Zombie-Traktor hier habe ich auch schon seit Monaten drin. No. Was perfekt ist, das ist eigentlich die Art und Weise des Essens. Ja, ich habe hier mehr oder minder guten Vorrat. No. Ich habe hier guten Vorrat. Zum Beispiel in dem Falle hier ist es so, dass ich halt sehr. Also Essen habe ich genug. Ja. Ich muss die 2 Kisten, die ich jetzt hier oben habe, die muss ich eigentlich im Grunde genommen nicht wirklich angreifen. Ja. Weil von der Essensproduktion her kann man sich echt nicht beschweren. Muss ich sagen. Essen hat man genug. Klar habe ich auch ein bisschen nachgeholfen anfangs, aber das, wo ich nachgeholfen habe, das ist schon lange aufgebraucht. Ja. Das sind alles so Sachen, die ich dann nachher irgendwann gehortet habe, als ich die Möglichkeit nachher hatte. Und mir dieses immer wiederwährende typische Holzhacken und Steinehacken irgendwann sind too much war. Ne? Ach ja, und ein bisschen mehr Metall könnte man da sein, damit man noch ein bisschen mehr produzieren kann, weil, wie ihr seht, bei mir ist alles leer. Und nur wegen ein paar Steinchen da loszuflitzen, bloß weil da mal 4, 5 Eisensteine sind, muss ich jetzt nicht unbedingt haben. Na, also was die Ressourcen betrifft, könnte man da eventuell auch mal ein bisschen was ausgleichen. Würde mich da zumindest jedenfalls freuen. Ja. Mit den Farben gut, da will ich jetzt nicht meckern, das ist ganz okay. Na, jetzt muss ich die Truhe dementsprechend farblich gestalten kann. Wäre eine Alternative zur Beschriftung, gebe ich ehrlich zu. Aber das hier, das stört mich am meisten. Ja, ich würde gerne hier unten auf diesen blöden Button drücken, diesen Abschill-Button. Ja. Und einfach nur, keine Ahnung. Weil wegnehmen kann man das Material nicht. Ne? Man könnte das ja auch für andere Sachen benutzen. Ne? Aber ansonsten, ja, nutzlos. Es steht halt rum, verbraucht viel Platz und ja, ich könnte den Raum auch für andere Sachen nutzen. Am Ende. Kisten oder was weiß ich nicht noch alles. So. Angebaut habe ich auch schon seit längerem nichts mehr. Das, was ich davon geerntet habe, das ist schon etwas länger her. Teilweise bis zu 3 Wochen. 3, 4 Wochen sogar. Ja. Und es könnten auch hier so in deinem Bereich könnten auch ein paar mehr Möglichkeiten, Steine oder Holz oder sowas da liegen. Habe ich aber auch schon ein paar Mal bemängelt. Naja, egal. Gut, Leute. Mal Schluss mit Meckern. Wir hoffen alle mal, dass die Betreiber dieses Spieles irgendwann mal sich sagen, hey, ich höre jetzt mal auf meine User, auf die Benutzer dieses Spieles und macht da mal was. Können wir nur hoffen. Ansonsten kann ich leider Gottes nur sagen, Kefir, dann rennen euch die Spieler weg. Ja. Und was nützt euch bitte schön ein geiles Spiel ohne User? Denkt mal drüber nach. Ne?
Und hiermit beende ich dann nachher auch erstmal meine kleine Meckerecke. Ne? Und wünsche euch noch einen schönen Abend und ja, was soll ich dazu noch sagen, Groß, jetzt? Außer in diesem Sinne, haut mal rinne. Bis dahin.